Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit Wesley, Giftkapseln und Kampfratten. Hallihallo. Hallihallo. Giftkapsel sagt gar nichts. Doch, ich hab Hallihallo gesagt. Rein da. Sag mal Hallo. Ah, ja, sie hat Hallo gesagt. Okay. Tut mir weh. Ja, Wesley war letzte Folge sehr fleißig und wir haben nicht zugeguckt und standen da hinten in der Ecke rum, aber das muss er nicht wissen. Und jetzt zeig doch mal, was hast du Sachen machen gemacht? Sachen. Er hat auf jeden Fall keine machen. Gelben Knickis genommen. Dampfmaschinen, die Stromproduktion erhöht um 5 Dampfmaschinen rein. Oh ja. Oh ja. Das ist ja versetzt. Das ist versetzt. Was? Nicht schön. Da ist eine Kante drin. Meckern. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Um 5 Dampfmaschinen nach hinten versetzt. Ach so. Geht doch nicht. Ja, soll ich aus Kupferfeld bauen? Unterirdisch? Ja, genau. Wenn du unterirdische Dampfmaschinen baust, dann macht er das auch. Ja, läuft. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt noch dieses Kupferfeld hier erschlossen? Ja. Nach hinten geführt. Ja. Die Öfen ersetzt, die Kohle entfernt. Schau an. Und dann wollte ich hier unter dieser Kupferproduktion noch eine Kupferproduktion setzen. Kupfer, 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 Kupfer. Und dann gibt es auch nicht Kupfer. Läuft. Ja, wir halten ihn bloß von der Arbeit aus, so wie es aussieht. Und ich würde auch vorschlagen, dass der Wesley vielleicht auch mal bei anderen Leuten einfach mal mithilft als Arbeitstier. Danke. Du hilfst mir gerade gar nicht. Entschuldigung. So, ich mache jetzt hier mal dekorativ. Nein, das geht nicht, schade. Das dekorativ einfach cool. Mittendrin. Eine Base und so ein Erzförderer sitzen, aber schade. Ja, wir verziehen uns wieder in die Filteranlage, würde ich behaupten. Jetzt, wo es gerade wieder dunkel wird, da sieht man da hinten immer ganz viel, das ist immer super. Schwefelsäure staut sich. Ja, so gehört sich das. Läuft bei dir. Ja. Mach ja auch nichts. Genau. Wolltest du jetzt forschen oder forschen erstmal pausieren, um Strom zu sparen? Ich brauche keinen Stromschaden. Fähige Männer haben das erweitert aufs Minimum des Maximums. Oh yeah. So. Ja, wir hatten den Plan, die Ausladung hier zu filtern und da haben wir nochmal kurz umgebaut. Wir werden also den vorderen Waggon von beiden Seiten sammeln und hier rüberleiten. Und mit einem Teiler mischen, falls die eine Seite ein bisschen langsamer abgegrast wird als die andere. Das gleiche werden wir da tun. Und dann werden wir das Filtern aller dem System hier unten, was ich euch ja schon mal präsentiert habe. Kurze Erinnerung. Genau, der Benny kennt das noch nicht. Warum hast du meine Folge nicht gesehen? Warum? Warum? Hm? Hallo? Oh. Hallo? Okay. Ja, ich geb's zu. Lassen wir jetzt so im Raum stehen. Beschädigt. kann ich bestätigen. So. Ja, was haben wir hier? Wir haben filternde Greifarme. Die würde ich zu Stapelgreifarmen, glaube ich, umwandeln. Filternd natürlich. Für unsere Anlage. Und die sind mit einer Kabelei verbunden mit dem Fließband. Und das steht hier auf Fließt Förderbandgegenstände mit der einfachen Ansage, wenn da mehr als ein Stein drauf ist, dann halt's an. Heißt, es kommt über diesen Punkt hinaus eigentlich kein Stein. Yay. Wenn wir das jetzt hier drüben weitermachen, mit allen, dürfte am Ende einfach nichts mehr rauskommen. Ja, hier ist nur das Problem, dass das Ganze hier steht. Also die hier machen nichts. Ja, da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Warum ist dem so? Und weil wir zu langsam abtransportieren. Ne, wir transportieren nur einseitig ab, das ist das Problem.
Die rechte Hälfte vom Band steht still. Ja, warum? Das ist aber auch doof. Huch. Tja. So, ich würde sagen, wir knallen hier einfach da. So, 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 so. Drehen wir das hier einfach um. Was ist eigentlich am Ende falsch, dass der nur auf der einen Seite das Zeug wegnimmt? Das ist da, das ist da. Das liegt daran, dass die Greifarme immer von der hinteren Seite abgreifen. Der Förderer kannst du hier auch schon wieder einpacken. Immer muss ich einpacken. Ist gemein. Es hat gerade schon so Spaß gemacht mit Spielen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall Filteranlage. Kannst du eine Blaupause machen? Mit Robis dann setzen? Ist einfacher. Meinst du, das lohnt sich für die vier, fünf Teile da? Was muss man alles? Zähl mal. Kupfer, Eisen, Kohle, Ölfässer. Ja gut, also einen würde ich jetzt bauen, klar, aber dann musste mal Robotik rüberlegen. Bauroboter haben wir ein paar. Kann ich nicht. Doch, das schaffst du. Ich bin doch hier ein Factorio-Noob. Guck mal, da gehst du in die Produktion und guckst mal nach Roboter-Hangaren. Da baue ich schon mal Hab zwei keinen mit. Kupfer. Brauchst kein Kupfer. Naja, oder halt rote. Rote gibt's auf Kiste. Zur Abholung bereit. Aber ich brauche noch ein paar grüne. Schade. Ist die Frage, lohnt sich das überhaupt mit stapelnden, also filternden Stapelgreifarmen, das zu sortieren? Hilfe. Was tust du? Hast du Spaß? Ja, Moment. Was Ich machst habe du hier? versehentlich die R-Taste statt die E-Taste gedrückt und habe die Fließbänder gedreht. Ja, Dann okay, haben sie läuft. schnell weggebaut, bevor sie irgendwie alles durcheinander bringen. Ja, weißt du, was ich da gemacht habe? Zum Sachen aufheben, habe ich einfach meine mittlere Maustaste genommen. Beste, was du machen kannst. Oh, das ist auch clever. Was Das ist passiert so dann? praktisch. Ja, er hat sich die Aufsammeln-Taste auf die mittlere Maustaste gelegt. So kann ich besser dabei laufen und aufsammeln. Ah, Also das einmal ist hier quer ja. durch, zack. Ja, du Dann. bist ja eh einer, der hier alle Spiele immer nicht nach der Norm spielt. Nee, ich muss direkt übertreiben. Ja, Wesley, Okay. was meinst du denn? Hast du meine Filteranlage hier hinten verstanden, so aus der Ferne? Ich guck's mir mal an. Na, komm mal gucken, du Profi. Ach, die Filteranlagen für die Schneider. Genau. Ach so, ja, mit diesem Ding hier, habe ich das eh noch nie verstanden. Ja, das Fließband hier vorne liest jetzt quasi aus, liegt da ein Stein drauf. Und wenn da ein Stein drauf liegt, bleibt so lange stehen, bis der Greifarm daneben den Stein wegläuft. Also das soll einfach nur verhindern, dass hier hinten Stein durchrutscht. Ja, oder du machst es einfach mit Kisten. Inwiefern Kisten? Ja, dass die komplette Erz- und Steinproduktion, die von da unten kommt, alles in Kisten lagern und dann sortierst du das.
zwei verschiedene Richtungen. Ja gut, hier ist das ja kein Problem, aber hier drüben kommen ja alle Materialien an. Nein, er meint, dass erstmal alles, was ankommt, in eine Kiste reingeladen wird und dann kann es quasi bloß über Filternde raus. Ja. Ja, aber dann habe ich ja nur drei Ausgänge für x Materialien. Die Okay, Anlage aber. hier soll ja jetzt Kupfer, Kohle, Eisen, Öl, Saphirite. Moment. Saphirite, genau. Da Mond der war jetzt die Moschee. Frage, wenn ich das jetzt hier nachbaue, Ja, nehme ich musst da du das denn machen? nicht? Ah, Ist mal ich weiß. anders. Okay, zuerst müsste ich mal wissen, warum sollten denn hier so viele Ressourcen ankommen? Weil wir einen Bahnhof machen, wo alles abgeladen wird. Okay, gut. Und dann sortieren wir das und schicken es weiter. War meine blöde Idee, falls du Also fragst. Erz, Kupfer und Kohle kommt dann hier an. Ja, und die Ölfässer Ach, Ölfässer auch noch. und Steine. Aber der muss ja auch die leeren Ölfässer wieder mitnehmen, ne? Ja, dafür haben wir den Bahnhof da drunter. Da kann er dann halten und Versorgungsgüter einpacken. Oh, okay. Ja, tricky. Ja. Wie macht man das dann am besten? Gute Frage. Ja, dachte ich halt jetzt, wenn ich jetzt hier anfange zu sortieren, so wie da drüben bei den Steinen. Kann ich jetzt hier einfach hintereinander weg alles rausfiltern lassen und abführen lassen. Und das mache ich halt viermal für jeden Ausgang. Das kopiere ich mir dann hier nochmal hin. Der Blaupause. Oh, hopp. Das könnte Wisst hinhauen. ihr? Jetzt ist nur die Frage, macht es Sinn für diese Filterung Stapelgreifarme zu nehmen? Oder nehme ich da ganz normale? Also wenn du so viele nimmst, dann reichen auch die normale. Ja, ne? Ja. Dann würde ich sagen, machen die einfach Eisenerz sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann machen die quasi Kupfer. Jetzt müssen wir halt nur an jedem Strang alles einmal machen, ne? Ich denke, ihr habt das hier ganz gut im Griff. Ja, läuft schon. Das macht ihr schon. Das wird. Ja, Benny könnte sich vielleicht schon mal filternde Greifarme holen. Wenn du möchtest. Die gehen mir nämlich gleich aus. Filternde. Ja, die habe ich da unten, wo Wesley gerade Oder ist. Da müssten filternde diese. Stapel. Nee, ganz normal, die Lilla. Die Lilla. Was hast du produziert? Ja. Da, wo Wesley eben war. Müsste so die dritte oder vierte Reihe von hinten sein. Forder's halt an. Ja, das wäre das nächste Ding, sehe ich hier gerade auf meiner Liste. Anbieterkisten verteilen steht hier. Ah ja. Die haben wir doch erst letzte Folge oder vorletzte Folge erforscht. Was? Quatsch. Doch. Anbieterkisten habe ich schon länger. Nee. Doch. Ich fordere doch schon die ganze Zeit was an. Okay. Wieso mache ich das nicht? Es ist halt nur noch nicht allzu viel in der Anbieterkiste drin. Warte mal, Anbieterkiste. Müsst ihr mal gucken, was sagt denn hier Logistik? 14 Roboter, warum? Ich habe doch hier erst Passiv voll heißt gemacht. Anbieterkiste, oder? Oder aktiv? Passiv. Nee, passiv bitte. Und sortiert er die Passiv. gleich in die Lagerkisten weg. Ja, genau, stimmt. So, warum Aber ich produzierst du brauche nicht Quatsch mehr? an. Hallo? Warum? Ach, grüne Schaltkreise.
Jung, Jedenfalls sag doch bin ich was. gerade in ein Ja, Netzwerk eingebaut. Kannst du anfordern. die fliegen hier gerade los. Läuft. Ja, den kann ich doch hier aber eine Anforderungskiste hinsetzen. Und die holt sich die einfach. Sind Würde ich noch die? sagen, wir brauchen mehr Roboter. Ja, Ja. die werden ja produziert. Hätte ich nachgedacht und grüne Schaltkreise reingelegt, dann wäre das auch schneller gegangen. Ach, deswegen bringen sie die jetzt hier. Von 3000 Kilometern. Und kehren dann wieder um zum Aufladen. Okay, das will ich so nicht machen. Du hast doch hier ein Laufband. Die von da runter. Ein Förderband. Laufband. Dann muss ich die ja nach hier hinten kriegen. Also, ja, ist doch easy. Ja, so zum Beispiel. Oh, ist das Ding langsam. Na gut, es läuft irgendwie. So, halbautomatisiert. Nice. Perfekt. Batterien kriegt er da, Stahl kriegt er da. Super. So, was machen die Filter denn? Fordere es an. Kiste ist leer. Ich habe hier noch 50. Oh, Robbys. Kennt ihr das, wenn ihr seht, dass ein Roboter hinter euch herfliegt und ihr wollt eigentlich weiter und. Ah. Fordere es an. Ja, das ist ja gerade das Problem. Jetzt fliegt mir die scheiß Viecher die ganze Zeit hinterher. Einsammeln. Warum bringt der das in eine Lagerkiste? Seid ihr doof? Mir auch gerade aufgefallen. Lass mich in Ruhe. Ach, weil ich aus dem Logistikbereich renne, oder was? Ja, Schluss das habe ich jetzt. ja aktiv genommen. Hast Nee, du passt Lillane nicht, genommen? Anbieter. Nee, ich habe die roten genommen. Hm. Komisch. Ja, hier, Filteranlage. Benni, wir müssen fertig werden. Was muss ich? Wir müssen fertig werden. Okay. Was ist denn hier eigentlich Kohle am Start? Ah, so machst du das. Auch nicht doof. Was? Gar nichts. Ist cool. Läuft bei dir. Zack. Wobei ja eigentlich die Versorgung im unteren Bereich ist. Oben ist ja nur Ausladung und dann weg. Aus und weg. Ja, oben ausladen und unten dann mit Kohle und allem anderen versorgen. Ja, genau. So, dann würde ich Eisen machen. Dann haben wir noch Kupfer. Eigentlich mal mit Prozessoren aus. Ja. Wenn wir Öl haben, können wir das machen. Brauchen nur Schwefel. Schwefel haben wir genug. Schiff ist voll, ne? Ja, 6 Tanks. Läuft. Fast 15.000 Schwefel. Was willst du jetzt noch alles? Stein. Obwohl, brauchen wir so viele für Stein? Sicher, sicher. Komm. Und was haben wir denn noch? Kohle vielleicht, wa? So.
Und Fließband. Bau das an. Ich glaube, so heißt die Folge. Schreibe ich mir mal auf. Bau das an. So, aufgeschrieben. Notiert. Jetzt fangen wir hier wieder an. Fließband lesen und gehalten. Wenn volle Fässer, wo sind denn die? Da. Läuft das jetzt? Ja. Größer 1 oder kleiner 1? Die spickeln, so mache ich das immer. Kleiner. Ja. Oh, du hast rote Schaltkreise angefordert. Und renn vor den Robis weg. Ja. Jetzt haben sie kapituliert. Ich glaube, die bringen es irgendwo in eine Kiste. Ja, das meine ich. Warum? So, das heißt, alles, was dann noch da oben rauskommt, kann theoretisch in... Kann theoretisch vorne wieder rein. Ja, aber was ist es dann? Es kann ja theoretisch nichts mehr durchkommen, außer irgendwas, was nicht diesen Sachen da entspricht. Ja, genau. Und das ist die Frage, was ist das dann? Also nehmen wir da denn den und schade, hast du Stahl? Stahl oder Kisten? Ja, genau. Dann schauen wir einfach mal, was bei rumkommt. Aber ich hätte einfach eine passive Anbieterkiste reingemacht. Auch eine Variante. So, jetzt müssen wir aber noch eine Ausladung machen. Also eine Weiterverteilung. Okay. Kennst du Leute, die machen bei sowas immer gleich Pufferkisten hin? Ja, weiß ich nicht. Macht das Sinn? Entstaut das nicht so schnell, ne? Mach's das mal hier eine Etage tiefer und guck mal, wie du das platztechnisch machen möchtest. Weil, hier ist ja noch der Lemast. Ah, Lemast, ja. Also du kannst hier nicht links unten durch. Es sei denn, du hättest eine Pufferkiste dran. Ja, dann machen wir doch einfach eine Pufferkiste. Pufferkiste, Ärmchen, Fließband. Das Knattern, wenn man die Kisten setzt. Das ist super, ne? Geh mal Stahl holen. Geh mal Stahl holen. Grobis am Verzweifeln wieder zurückfliegen. Wahrscheinlich rennst du immer über die Grenze, kurz ins Gebiet rein. Wahrscheinlich. Ach du Scheiße, was geht denn hier jetzt kaputt? Oh. Wo denn? Ach, da hinten. Oh, beim Öl aus dem Posten. Da ist keine Verteidigung. Das ist schlecht. Wesley ist näher, oder? Nein, da ist gar nichts. Da hatte ich mal zwei Türme mit ein bisschen Munition reingestellt. Oh Gott. Ich laufe, ich eile. Ja, ich laufe auch schon. Ich auch. Der Knie ist schneller. Ich habe ein Fließband gefunden. Ja auch. Es beflügelt mich. Ich laufe über einen Catwalk. Hast du dir irgendwie Speedmodule reingepackt? Bist doch schneller als ich. Nö. War gleich. Ah doch, stimmt. Muss jetzt draufhalten und schießen. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Das klang nur so. Rückkopplung und... Nein, ob ich hier Speed-Modul... Du hast bestimmt irgendwas eingeworfen, oder? Haben wir noch nicht. Arsch, Craig, Weed, was? Ja, gar nichts mehr. Alles weg. Langweilig. So, wer hat noch Türmchen?
Tatsächlich. Ich habe, glaube ich, auch noch 50. Jawoll. Hat jemand Muni? Ja. Richtig. 20 Türmchen und. Ja, Muni hole ich ran, das ist nicht das Thema. Ja, mach doch da eine Stichleitung. Nee. Nee. Absolut kein Fan. Pfui. Da renne ich lieber nochmal kurz rüber und hol Lenfel. Heute noch oder nächste Folge? Ich glaube, das werde ich nächste Folge tun. Hast du einen Wecker? Du hast ja die Zeit von mir besser im Auge als ich. Nee, keine Ahnung. Einfach nach dem Gefühl, weißt du? Hey, es ist gerade 26 Minuten. Ja, Leute. Den Lenfel kriege ich wohl doch erst in der nächsten Folge. Sicher? Und werden Benny und ich irgendwann nochmal eine Ausladung hinkriegen? Wird dieser Zug irgendwann nochmal fahren? Wir wissen es nicht. Aber wir sind stetig dran. Und was auch immer Wesley tut, er tut es mit bestem Gewissen. Oh, Benny ist ja schon da. Hi. Hey. Ja, wenn ihr sehen wollt, was da jetzt endlich bei rüberkommt, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.